Ja, passt. Ein bisschen spinniger, weil ich gut. Und auch Larry mit dem Driver. Loch 1, Par 5, weit über 400 Meter. Boah. Hoch, aber er sollte nicht schlecht liegen. Ja. Gelandet. Ja, ein bisschen im Rough, also 5. Ich würde nur treffen. Larry mit dem Eisen 5, er will ihn nur und treffen. Und Gegenwind. Laut eigenen Ansagen. 190 Meter Gegenwind. Schönen dritten ins Grün. Schlechte Balllage. Ja, guter Schlag auf die sichere linke Seite. Das passt genau. Ein einfacher dritter Schlag. So ist es. Richtung Grün sollte da übrig bleiben. Was wird heute eigentlich gespielt? Heute spielen Larry und ich die Netto Challenge, die zweite Netto Challenge. Und es gibt einiges zu gewinnen, nämlich ein Golfbag gesponsert von der Golfwerft. Ein Golfbag der Firma Kiel. Gewinnen tut derjenige, der nach 18 Loch als erster das richtige Ergebnis errät oder wie auch immer. Und zwar eben spielt Larry mit Handicap 12, ich mit Handicap 0 und es gibt die Netto Challenge eben. Wer hat nach 18 Löcher das richtige Ergebnis, der gewinnt ein Golfbag. Jetzt kommentieren. Jetzt noch nicht, das ist nämlich erst Teil 1. Aber nach Teil 3 kann man dann ein Golfbag gewinnen. Ja, aber die Leute müssen schon jetzt sagen, wie viele Punkte, weil wenn sie den dritten Tag gesehen haben, dann wissen ja, sie, wie viele Punkte. Aber wenn man jetzt anfängt zu kommentieren, hat man eine größere Chance zu gewinnen. Nach 3 Teilen würde man natürlich sicher sein, sagen wir mal so. Also, wie viele Netto-Punkte Larry und ich gemeinsam erreichen? Loch 1, Par 5, zweiter Schlag, 150 Meter Gegenwind, Eisen 8. Für Verwirrung ist gesorgt. Hoffentlich nicht bei dem Schlag jetzt. Ich hoffe, es hat jeder verstanden, um was es eigentlich geht, wie man ein Golfbag gewinnen kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Irgendeine Zahl unten eintippen und es gibt ein Golfbag zu gewinnen. Ich hoffe, eine Zahl größer als 36. Oh oh, der ist zu weit rechts. Get down! Oh ja. Down. Fürs Protokoll, wir spielen trotzdem gegeneinander. Das ist das Rematch ein Jahr später. Schauen wir, ob ich die wieder besiegen kann. Es ist das Rematch des Jahres. Hast du eigentlich verloren vorher gesehen? Keine Ahnung, ich bin ein kann Verlierer. Sagen, was du verloren hast? Larry am Lasern. 62 Meter. 62 Meter. Wird sie spielen wie, keine Ahnung, 59. Bravo. Der Herr hat einen Plan. Was für ein Schläger kommt? Das ist 58 Grad. Ich probiere direkt aufs Grün natürlich, aber wenn er zu kurz ist, ist es auch wurscht. Weil dann holt er wahrscheinlich auf. Bravo, guter Plan. Danke. Sit. Ja, ja, keine schlechte Annäherung, wenn er stehen bleibt. Der war genau den halben Meter zu kurz. Ja, wo ist Baden? Jetzt liegt er. Baden tun wir. Bravo, Larry. Federn pflanzen, dass die Birdies wachsen. So, und in diesem Sinne, eigentlich kein schlechtes Ergebnis mit dem zweiten. Nicht so tragisch, wie wir gehabt haben, oder? Besser als erwartet. Ja. 9 Uhr, Lobwedge, Schlag 3, Par 5. Kurz genug. Und sit. Ist nur blöd. Ist okay. Erster Putt heute, ha? Erster Putt heute und gleich zum Birdie. Ja, noch keine Ahnung, wie die Grüns heute tun. Bravo, Larry. Spiel bergauf, dann bergab, rechts nach links. Wie sein Golfspiel. Zuerst bergauf, dann bergab. Schade, eine Spur zu kurz, aber kein schlechter Putt. Aimpointed einmal. Aimpaket für alle BMW-Fahrer. Gute 6 Meter da. 2% zum Birdie. Ja, noch Wadelbeißer. Bist genau mit dran, ha? Bitte! Wie man so schön sagt, ein kleiner Tester. Er markiert. Er überlässt nichts dem Zufall. Weltklasse. Heute wird professionell gespielt. Der war grausig. Bist du narrisch? Furchtbarer Bad. Bogi. Der ist geschenkt. Und Larry, wie geht's dir? Ja, ich bin jetzt leicht nervös gerade, aber eigentlich geht's mir super. Toi, toi, toi. Part zum Paar. Souverän. Seiteneingang. Weiter geht's. Loch 2, Paar 4. 370 Meter. Was kommt? Eisen 5. Eisen 5 in den Knick rein, der Layup. Genau. Genau, das wäre der Plan. Einen kleinen Fade, also schön umgerollt nur nach rechts. Bravo. Bravo, Larry.
Ja, super Hit, Larry. Sollte genau da unten irgendwo liegen. Perfekt, Larry. Philipp attackiert über den Wald. Driver-Attacke. Mit dem Treiber. Treiber. Vollgas. Boom. Boom. Der passt. Der ist geil. Ja, gibt's nicht viel zum Filmen. Kleiner Draw. Der passt. Kleiner Draw auf dem Flight vor uns. Come on. Schrei ihm nach, hast du wieder Preise. Wo ist mein Tee? Ah, da. Gefunden. Tee. Tee retrieved. Zufrieden? Yes. Bist du nervig. How much? Ah. 151 zur Fahne. Nachdem der Drive richtig geil war, muss ich da jetzt wirklich attackieren, weil das mag ich nochmal nicht auf dem Loch. Attacke, komm Larry. Da bin ich lieber rechts kurz eigentlich, aber die Balllage lässt das schon zu, dass wir da mal probieren. Schläger? Eisen 7. Eisen 7, Attacke aufs Grün. Schlag 2, Paar 4. Boah, perfekt. Ein bisschen rechts, aber. Soll passen. Kein schlechter Schlag, Larry. Dankeschön. Heute on fire. Wie lange ist die Frage? Wie lange? Das wird schon noch kommen, ne? So, wie vermutet, ein Traumschlagerl. Kleiner Pitch Rest, Lobwedge, come on. Jetzt Birdie. Nur kein Fettnetz oder so, ne? Birdie wäre wichtig. Genau am Stock. Ja. Bravo. Gar nicht mal so schlecht. Das passt direkt rein, ha? Ja, beinahe der Slam Dunk. Larry, was ist dein Plan? 50 Grad Wedge. Rechts nach links alles. Ja. Wir werden da über die Glotzen da drüber spielen probieren. So weit, so gut. Ein paar wäre schön. Auf dem Loch. Immer. Handicap 1, das schwerste Loch. Mhm. Oh, sit. Der war ein bisschen grob, ja. Etwas zu grob, wie er selbst sagt. Der Grobian Larry. Ein Netto-Bar wäre schön. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob man das Tee ein bisschen am Arsch kriegt. Da. Das gelbe Tee? Ja. Kann dein Aimpoint sein? Vielleicht spielen übers Tee ins Loch, schauen wir mal. Bravo, Larry. Bravo. Weltklasse-Shows wäre das. Ganz leicht antauchen beim Tee und dann. Eine in die Dosen. Mit Bande. Mit Bande. Großartig. Oh, was für ein Putt, Larry. Was für ein Putt und was für ein Paar. Gratuliere. Danke vielmals. So, wir spielen ohne Schenken, haben wir gesagt. Ansonsten hätte Maike den eh nicht geschenkt. Aber weil der er ihn ist wahrscheinlich schenkt. Machbar. Also, bravo, Birdie, come on, weiter easy geht's. Bar. Also, Loch 3. 250 Meter, oder? Habe ich das im Kopf, richtig? Richtig, Loch 3, 250 Meter. Fahne steckt am oberen Plateau. Okay, gut zu wissen. Holz 3, Attacke. Das ist geil. Ein bisschen Spin hier, oder? Ja, die Richtung ist richtig gut. Anfang grün. Am grün gelandet, glaube ich sogar. Bravo! Auch Larry mit dem Holz 3 aus 250 Metern. Ja, leicht rechts. Ja, sollte aber nicht so schlimm sein. Sollte normalerweise aber die sichere Seite sein. Ja, ja, liegt schade. Schon. Kein Problem. Kleiner Pitch. Ja, zarter Pitch. Richtung Grün bleibt übrig. Was tut Larry? Ja, klassisch kegeln. Klassisch kegeln? Ja. Mit ich habe da lieber noch einen kurzen Chip vorm Grün, als dass ich da durch abiradiere. Okay, Schläger? 50 Grad Wedge. Schätzungsweise im halben Weg landen, rechts von der Fahne, dass er links abrollen kann. Bravo. Der Plan steht. Das Gefühl ist noch nicht so da halt mit den Wedges. Ja, eine Spur zu lang. Das Gefühl ist noch nicht da mit den Wedges halt. Wo ist dein Aber Gefühl? Das ist der kurze Chip, den ich haben wollte, nur von der anderen Seite. Bravo, Larry. Selbe Waffe wie vorhin. Schlag 3. Das Paar retten. Paar retten. Kurz zu kurz, aber kein schlechter. Machbarer Putt. Machbarer Putt, genau. 4% Neigung von rechts nach links. Putt zum Igel. Gepusht. Wow. Ja, da bleibt noch ein Tester übrig. Ja. Die Chance hat er gehabt, gell? Die Chance. Markierst du da? Markieren. Larry mit dem Reed. Ja, wäre schön ein Paar. Putt zum Paar.
Ganz ein leichtes Break ist noch da. Aber der geht. Der geht. Ah, schade. Bogey. So, fürs Birdie. Fürs Birdie. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Meiche behält die Ehre, obwohl er ein ehrenloser Mann ist. 120 Meter bergauf, Pitching Wedge, Vollgas voraus, Platsch und rein damit. Ja, Linie ist gut. Wird scharf. Bravo. Bravo. Guter Spieler. Etwas Eigenlob. Larry, was kommt bei dir? Ein Eisen 9. Ein Eisen 9. Wichtig wäre einfach nur die Linie zur Fahne, weil dann ist er, wenn er zu kurz ist, auch nicht so schlecht. Richtig. Nur nicht pullen. Ein weises Zitat von Larry. Nur nicht pullen. Und gepullt. Und da ist der Pull links drüben. Aber warum mache ich das da jedes Mal? Auf dem Baum. Ja, Glück gehabt auch noch. Glück im Unglück, Larry. Immer das gleiche auf dem Loch. In the middle of the street. Larry. In the middle of our street. Larry. In the middle of our. Was ist dein Plan? Ja, Paar retten wieder. Gleich wie auf der 4, auf der 3 eigentlich. Paar retten. Oder wieder um einen Meter zu weg. Zu kurz, schade. Da muss noch gearbeitet werden. Schlag 3 zum Paar mit dem Gap Wedge. Gap Wedge. Ja, kein schlechter Versuch. So, bitte ausbessern, vorbildlich. Immer Pitchmarken ausbessern, ganz wichtig, damit die Grüns das ganze Jahr schön bleiben. Bravo. Dann aimpointen, 2% von links nach rechts und es geht bergab. Bergab bricht der Ball etwas mehr, da er mehr Zeit zum Rollen hat. 2,3%. Ah, er bricht mehr. Ja, immerhin ist Bahner. Leider. Ja, bergab mit Break, ich mag das nicht. Larry zum Bogey. Souverän, souverän, Larry, souverän. Bravo. Souverän. Und es kommt wieder der Anschlager. Und es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Paar 4, 352 Meter, Driver, Attacke. Gerade Push. Leichter Push. Hier rechts auf die Nebenspielbahn. Kick. Ja. Sollte passen. Auch du, Larry, mit dem Treibholz. Ja. Treiberholz. Der kleine Cut. Der große Slice. Der große Slice, wie er selbst sagt, aber er sollte passen. Was sagt die Laserung? 101 Meter. 101 Meter. Und Larry speibt schon. Was kommt? 50 Grad Wedge. Voller Schwung. Voller Schwung. Go. Ist okay. Ist okay. Sagt er selbst. 80 Meter. 80 Meter bergauf, 10 Uhr Gap Wedge. Oder er zieht einfach und zieht hoffentlich. Ja, ist okay. Einer für die Statistik. Larry, was kommt? Chip in Chip. Der Chip in Chip mit? Der Chip in Chip mit dem 50 Grad Wedge. Der Chip in Chip mit dem 50 Grad Wedge. Schade. Fürs Birdie. Machbar eigentlich bergauf. Ja, sind auch für nur diesen, 7 diesen, Meter. Für diesen Mann. Ja, du bist Golfpro, du musst das machen. Die 7 Meter Bart sind normalerweise die einfachste Aufgabe. Gepult. Leicht gepult, ja. Machst du gleich fertig? Jo. Das wird spannend. Ein Sauer mit Markieren, ja, feig. Schönes Paar. Pali. Larry, was hast du gesehen? Das ist einer zum Einsterben lassen von rechts nach links. Okay. Das ist eine reine Gefühlsgeschichte. Bravo.
Ah, schade. Bogie. Bogie. Weiter geht's. So, Loch Nummer 6. Par 4, 290 Meter. Driver. Aufs Grün. Ah, rechts. Hoffentlich liegt er. Aber der sollte liegen. Ja, der ist da hinten um mich verschwunden. Der sollte passen. Ja, ich probiere mein Hybrid da auch rechts aufzuspielen. Larry spielt das Hybrid rechts rauf. Ja, guter Schwung, guter Schlag. Der sollte gut passen. Ja. How much? Ja, 105. Ist der Fisch. Genau das, was ich nicht wollte. 105 Meter, Eisen aber 9. Aber zum Stock. 105. Nein, ich nehme es ein bisschen einfach. Kann ja kurz landen, das ist scheißegal. Ne? Ja, guter Schwung. Sollte passen. Wenn die Fahne oben steckt, willst du den machen und den bringst du bei 109 zusammen. Zu kurz? Der liegt sicher am oberen Plateau, ja. Oh je, Larry. Das ist genau der Schlag fürs obere Plateau, den schaffst du nie, wenn du ihn brauchst. 63 Yards. Nein, Meter. 68 Yards. 75 Yards. Du darfst wieder cheaten mit seiner Golf-Caddy-App. 9 Uhr Gap Wedge. Liebes Handy, welchen Schläger soll ich nehmen? Ich bin Golf-Pro. 9 Uhr Gap Wedge. 65 Meter. Sitzt, aber der zu gut drauf. Geil, der ist geil. Ah ja, nein, doch nicht. Ah, der ist lang. Da war keine Welle. Mist, das wird bitter. Ich glaube, das ist die Welle. Das wird ganz bitter. Von der Art. Ja, schau, wo meiner liegt. Larry, Schlag 3, was kommt? Ja, einer in die Welle. Einer in die Welle mit dem? 58 Grad. 58 Grad. Was lustig ist das? Lobwedge. Der Fette rollt nochmal auf. Ein echter Publikumsspieler, dieser Larry. Elegant gespielt. Kleines D-Wort, hier kann man es erkennen. Für so einen Chip. Ich sag's noch, der Fette rollt auf, aber er rollt nicht auf. Und der Fette rollt schlussendlich nicht runter. Hier liegt er. Einsam und verlassen, der Ball von Larry. War kein leichter. Ja, kein leichter ist gut. Mega Welle. Ganz brutal. Lobwedge. Ein Flopping. Ein Flopping, ja. Irgendwie das Paar safen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Larry mit dem ersten langen Putt zum Paar. Ja. Alles gesehen? Ja. Der kommt. Der kommt nicht schlecht. Kein schlechter Versuch, Larry. Und Larry zum Bogey. Ganz sicher der Herr. Wir machen Bogey-Train um, wenn es so eine gute Fahrt ist. So, auch mit dem etwas schwierigeren Papad. Etwas schwieriger trifft's gut. Du kannst das gar nicht machen, was ich gerade gemacht habe, gell? No. Oder du gehst über die steile Wand rechts. Ja, genau, Larry. Nachdem das ein Entertainment-Video ist, mach das. 4% von links nach rechts. Ja, kein schlechter. Bravo. Bravo. Bravo, sehr gut. Das Loch 146 Meter. Ja. 9 Eisen, was eigentlich ein 7 ist. 146 Meter, Eisen 9. Eisen 7. Hier rechts und zieh. Ja, zu kurz. Ah. Mist. Ich kann entweder mein 8er Eisen pullen oder mein 7er Eisen. Ich entscheide mich für mein 7er Eisen. Kommt nicht schlecht. Aber okay, Larry. Bravo. Jimenez. Hast du den Twirl gesehen, oder? Hast du den Twirl gesehen? So, Larry. Chip in Chip. Ist das einer? Mit dem Lobwedge. Ist einer? Ist einer. Ein Chip in Chip. Ja, kurz weit links. Ja, nicht schlecht. Not bad. Und Larry mit dem Putt zum Birdie. Er hat alles gesehen. Rar gesäte Birdie-Putts heute. Und jetzt geht's so richtig rund. Bitte klapp.
nach links gebrochen, statt nach rechts. Und Larry mit dem wichtigen Putt zum Paar. Bravo! Weg von den Bogies. Bravo! So, möchte ich auch mit dem Paar-Putt. Hoffentlich den Paar-Putt und nicht ein paar Putts. Ja, rein damit. Geschlechte. Ja, gar nicht mal so gut. Ah, den machst. Der geht. Bravo! Come on! 298 Meter, Paar 4. Carbon. Larry auf damit. Greift an mit dem Driver. Ja, guter Schuss. Sollte ganz gut passen da oben. Bravo. So, schwere Situation gerade nach zwei Bogies. Mental schwer. Jetzt da wird jetzt der Ball, dafür umso mehr Gas. Sagen Ball vorher, dass es wehtun wird. Jetzt geht's richtig rund. All in. Das ist geil. Linie gut. Länge auch okay. Das passt. Boah, den habe ich eingefangen. Bravo, Larry. So, bis beruflich mach. Larry mit der Laserung. Kenne ich nicht von da normal, ich am Grün. Wie lang? 76 Meter. Moment. 76 Meter. Fängt das Leben an. Das ist ein Finesse-Wedge mit dem 50 Grad Wedge. Leicht dünn. Ja, aber ist wurscht. Sollte reinbeißen ins Grün. Reinbeißen. War der bissig gespielt? Mit dem Hammer. Total bissiger der war, Schlag. Der war kurz vom Fisch. So, Michi muss direkt einlochen, eigentlich, weil ein Putter nicht mehr in die Hand nehmen will. Gap Wedge. 30 Meter circa. Hin zur Dose. Oh. Ja. Ah. War scharf. Schade. War scharf, war schade. Bin ich schon wieder dran, gell? Bin schon wieder dran. Ich bin dran. Nein, ich glaube, ich bin dran. So, Larry, was kommt? Ein Putt. Zum Birdie. Aus circa 6 Metern. Zum Birdie. Ja, es ist nichts Zwingendes jetzt da. Aber es könnte birdisiert werden. Könnte birdisiert werden gerade, ja. Schade, guter Putt. Easy par. Anna muss er nicht. So, gleiche Situation, nur von der anderen Seite. Gestern habe ich übrigens Reisfleisch gegessen. Wirklich nämlich. Echt? Ah, ja. Deshalb reist es heute Hand so. Also Pro-Tipp Nummer 12. Kein Reisfleisch vor der Runde. Ah, und schon wieder so ein Wadelbeißer. Piep! Das ist gerade so ein bisschen eine bittere Phase in der Runde. Aber den machst du jetzt bitte. Ja, das ist so eine Phase, wo ich sage, da gilt es dann irgendwie mental stark zu sein. Gar nicht so leicht übrigens. 10 Golf ist da ein gutes Buch. Sollte immer im Golfbag sein. An welche Seiten denkst du gerade? Ich denke gerade an die Phase, ein positiver Gedanke über den letzten Schlag. Und, was ist er? Ich habe mich nicht verletzt. 349 Meter, Paar 4, Loch 9. Ja, sehr enges Loch, deswegen das Hybrid. Bravo. Ins Spiel bringen den Ball. Ich werde den gleichen Plan verfolgen. Nichts Blödes machen. Ah, leicht links. Ich hab nie gesehen. Links. Hoffen wir aufs Beste. Wo ist denn der hin? Aber er sollte vielleicht noch liegen. Wo ist denn der wirklich hin? Links. Haben wir den gehuckt oder was? Yes. So, mache ich auch mit dem Hybrid. Auch mit dem Hybrid. Hoffentlich nicht mit demselben Ergebnis. Leicht rechts. Ja, sollte aber passen. Nichts passieren. Bei uns links. Hopp, hopp, hopp. Da rollt er durch, habe ich. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp. Ja, nicht ganz am Fairway. Nicht ganz. Jetzt geht das schon los, Alter, weißt du? Das ist wie beim Fußball in der 80. wenn du führst. Hast du schon Krampf? 134 Meter leicht bergauf, Eisen 9. Na, bitte grün. Larry, how much is it? 125. 125 Meter. Das ist schon wieder Distanz. Ja, ich spüre einen, ist ja wurscht. Bravo, Eisen 9. Ist ja wurscht. Ist ja egal.
egal. Ja, der sollte auch Mitte grün sein. Ist okay. Egal. Larry mit dem Putt zum Birdie. Ein ziemlich zwingender Birdie-Putt eigentlich von 18 Meter. 18 Meter Rest. Die macht er normalerweise. Ja, er rollt ein wenig aus. Da bleibt noch ein kleiner Tester übrig. So, Michael wieder in seinem Element mit dem Putter. 2%. Nur kein 5 Putter. Ja, ein bisschen was hast du gesehen bei der Linie, ne? So, jetzt da. Konzentration. Bravo. Kleiner Tester. So, toi, toi, toi. Bravo. Ja. Putt zum Paar. Larry will sich keine Blöße geben. Ja, ist schon machbar, aber trotzdem nur 2 Meter, gell? Are you ready, Larry? Ich bin bereit. Are you ready? Are you ready? Let's do this. Schade. Das war's mit Teil 1. Wir verabschieden uns. Nächste Woche geht's dann weiter mit Teil 2 und der Netto Challenge. Und es gibt eben ein Golfbag zu gewinnen. Ein wunderschönes. Ein wunderschönes Golfbag.